Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Trains in World 3, der Danny spielt das. Moin moin Kollege, übernehmen Sie diesen Zugdienst nach Hude, passen Sie dort draußen auf, das Wetter scheint sich zu verschlechtern. Ja, damit herzlich willkommen zu dieser nagelneuen Folge. Auf der neuen Strecke Bremen-Oldenburg, heute mit der Baureihe 425. So, wir werden hier erstmal den Fahrschalter vorwärts. Ach. Vorwärts stellen, so. Türen entriegeln, das werden wir tun. Machen das hier mal auf dunkel. Dann brauchen wir natürlich noch unsere Zugsicherungssysteme. Zack. Zack. Ich glaube, das brauchen wir mal nicht. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Führerstandsbeleuchtung. Batterie sollten wir auch auf einstellen. So, was eigentlich jetzt? Eigentlich müssten wir jetzt Batterie haben. Erste Station, Delmenhorst. Da können wir uns befreien. Hier aber trotzdem quittieren. So, wir dürfen 45 nicht überschreiten. Das heißt, wir bleiben hier erstmal. Schauen wir mal, wie sich das Wetter verändert. Sie fahren natürlich. So. Ah, da kommt uns ein Regionalexpress entgegen. In Form von Steuerwagen und hinten dran die Baureihe 110.3. Schön. Tiefer. Da vorne ist wieder quittierpflichtig. Muss trotzdem befreien, aber trotzdem quittieren. So, 50. Dürfen wir dann gleich. Ist auch noch quittierpflichtig. Dürfen wir auch gleich 60. So. Abermals hat 1000 Hertz Beeinflussung. Bisschen schneller fahren. Wir haben auch keine vorgegebene Zeit, wann wir in Delmenhorst sein müssen. Jetzt 16.03 Uhr. Wenn wir in Delmenhorst ankommen, werden wir dann sehen. So, 60. Nach wie vor unter 1000 Hertz Beeinflussung. Wir können uns befreien. Dürfen dann gleich 60 jetzt. Sifa. Wunderschön. Wunderschön. Hier an der Seite steht doch dran Delmenhorst. Wie ihr seht.
Laut Zugzielanzeiger sollen wir bis Hude fahren. Schauen wir mal, ob wir so weit kommen. Da steht ein Autozug. Auch sehr, sehr schön. So, jetzt dürfen wir mal ein bisschen aufschalten hier. Mindestens bis 120. Zwischen zwei Güterzügen hindurch. Traumhaft. Ziffer. Wurde mit einer Straße gebaut. So, 60. Nehmen wir den Fahrschalter mal voll an. Noch haben wir keine 160, 140. Noch Effekt darf der auch gar nicht, oder? Ja, da oben steht's. 140, ja. Gut, dann ist das so. Na, hier sind die Schranken zur Abwechslung mal geschlossen. Im vorigen Video, da waren die Zinale, ja, genau, die Schranken offen, als ihr das gesehen habt. Also da fuhren die Autos seelenruhig über die Gleise, über den Bahnübergang, obwohl ich da ankam. War ein kleiner Bug. Scheint aber jetzt behoben worden zu sein. Es gab ja dieses Update gestern, wo ein paar Sachen gefixt wurden. Und unter anderem wahrscheinlich auch das. Na, 3 ist zu viel. 2 passt ungefähr. Die Geschwindigkeit einigermaßen halten können. Schauen wir mal, wann sich das Wetter hier verschlechtert, wie es sich verschlechtert, ob wir wirklich bis Hude kommen oder irgendwo unterwegs stranden. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Irgendwie das Gefühl, dass die Batterie nicht startet ist, aber ich kann mich auch täuschen. Weil irgendwie naja. Ne, entkoppeln wollen wir auf keinen Fall. Naja, lassen wir das mal so. Hier ist auch einiges los. So, 3,3 Kilometer haben wir dann eine Beschränkung, aber bis dahin. Na, schaut mal, eine schöne Press. 155. In der blauen Presslackierung. Der ist ja auch fahrbar hier auf der Strecke. Die Baureihe 155 in blauer Presslackierung. Gibt es auch ein paar schöne Szenarien zu. Aber ich habe mal geschaut, zu dem Steuerwagen, also zu dem Steuerwagen von den N-Wagen und zu der Baureihe 110.3 gibt es jeweils nur ein Szenario. Das ist ein bisschen mau, finde ich. Also, weiß ich nicht. Was mir auch gerade auffällt, dass es jetzt doch anfängt zu regnen. Da sollten wir hier mal die Schattenwischer einschalten. So, ich glaube, das reicht fürs Erste.
War das gütierpflichtig? Nein. Ganz schnell langsam werden, ganz, ganz schnell. Dann haben wir nämlich gleich die Arschkarte. Ja, bleibt doch stehen. Ah, Leute. Meine Güte. Es sieht so aus, als ob sich der Verkehr staut. Überprüfen Sie die Lage am nächsten Halt und finden Sie heraus, was vor Ihnen passiert. Ah ja, gut. Was haben wir jetzt zu tun? Die Türen entriegeln. Natürlich leicht übers Ziel hinausgeschossen, wegen der Zwangse. Aber es geht noch. So, nächste Station Bokholzberg. Erstmal hier langsam die Bremsen lösen. Das müssen wir erstmal unter 31 bleiben. Unter 24. Hier bis zu diesem Signal. Tiefer. So, eine 4 Kilometer haben wir dann erstmal wieder ein rotes Signal. Den nächsten Regionalexpress entgegen. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir wollen auch gar nicht so weit aufschalten, weil wir gleich eh stoppen müssen. 2 Kilometer. So, eigentlich schon mal anfangen zu bremsen hier. Güterzug, hat sich was los hier? Vielleicht jetzt doch ein bisschen arg weit runter gebremst, aber
Und mit Sicherheit gleich wieder 500 Hertz Magnet. Mein Gott, ist das am Schippen. So, und da vorne ist das rote Signal. Dann schauen wir mal. Was der Fahrdienstleiter sagt. So, erstmal abgelehnt. Ist auch ziemlich. Schütten. Gewitter ist auch noch dabei, also ist ordentlich was los hier. Vielleicht kommen wir noch ein kleines Stück vor. Erkennt ihr das wahrscheinlich nicht. So. Dann. Ach, wir dürfen wieder. Sehr schön. Können uns befreien. Bremse lösen. Und langsam aufschalten. Nee, scheint nicht zu funktionieren. Oder ich mache das verkehrt. So, haben wir gleich schon wieder rot. Ich denke mal, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, dass im Buchholzberg dann auch wohl Schluss ist. Gehe ich mal stark von aus, weil oder wir bekommen eine Langsamfahrstelle. Irgendwas wird da sein. Gehen wir schon mal runter auf 40. Dann haben wir da das nächste rote Signal.
Mal schauen, was uns da erwartet. Meine Güte. Wenn einmal die falsche Taste drückt, dann. Ah, grün. So, 85 dürfen wir auf jeden Fall. Obwohl das jetzt auch nicht mehr viel bringt. Aber jetzt gleich in 900 Metern eh anhalten müssen. In Burgholzberg. Mit Sicherheit gleich 500 Hertz Magnet bekommen, gehe ich mal stark von aus. So, da wären wir schon. Schauen wir dann, wie es weitergeht hier. Wieso habe ich gesagt, da ist das 500 Hertz Magnet. Bei der 500 Hertz Magnet. So, es sieht so aus, als ob der Sturm auf der Strecke vor uns eine Blockade ausgelöst hat. Erwarten Sie eine Umleitung und vergessen Sie nicht, das Makrofon zu benutzen, sobald Sie sich den Arbeitern an der Strecke nähern. Ah, es geht also doch noch weiter. Das ist sehr schön. Das müssen wir, jetzt dürfen wir weiterfahren nach Hude. Wenn wir erstmal wieder die Bremse lösen. So, stehen weiterhin unter 500 Hertz Magnet, dürfen nicht schneller als 28. Beziehungsweise müssen da drunter bleiben, wenn wir das natürlich tun. Bei den langsam mit 22 ungefähr an das Signal heran. Uns dann aus dem Magnet befreien dürfen oder aus dem Einfluss oder von dem Einfluss befreien dürfen. So, jetzt haben wir eine Beschleunigungsbeschränkung von 45. So, ich bleibe jetzt einfach mal ein bisschen langsam, weil da ja was von Arbeitern erwähnt wurde und Umleitung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir damit 130 vorbeisausen dürfen oder mit 140. Von daher bleibe ich jetzt einfach mal ein bisschen langsam hier. Hier bis 50 können wir ja mal hochfahren. Gleich schon wieder das nächste rote Signal. So, hier sind die Arbeiter.
Abrufung tut auch nicht. Was ist denn hier los? Komisch manchmal. So, gelbe Vorsignal. Dann kommt dahinter das rote Signal, Hauptsignal. Wahrscheinlich werden wir dann wieder aufs richtige Gleis gleich umgeleitet, weil wir an der Blockade ja jetzt vorbei sind. Gehe ich mal stark von aus. So, grün. Dann machen wir lieber unter 45. Das ist auch mal sehr schön. So, wieder quittierpflichtig. So, dann sind wir gleich in Hude. So, das werden wir wahrscheinlich rübergeleitet. Rechts. Sag ich doch. Und fahren wir noch einen rüber? Nein. So, da vorne ist dann schon das Ziel. Und sehr wahrscheinlich wird es uns dann gleich auch wieder ein 500 Hertz Magnet erwischen. Eine abgebügelte BR-155 samt Güterzug. Oder Güterwagen. Autozug. Ah. Steht noch Regionalexpress und das ist der 500 Hertz Magnet. Ich denke mal, der hat jetzt auch Feierabend hier. Oder? Fährt der weiter? Der fährt weiter, ne? Oder meine ich das nur? Ne, der steht. Der steht, ja. In den Riegel und dann schauen wir mal, was passiert. So, eine Minute haben wir noch. Schauen wir uns mal draußen um. Hier
Hier ist noch nichts abgebügelt, Türen sind offen. Steht aber nicht so eine Anzeigetafel. Schauen wir mal, was bei uns steht. Verspätung circa eine Minute. Ja gut, das kann sein. Bitte nicht einsteigen. RB. Ja, das stimmt. Das ist unser Zug. Einer Minute Verspätung kann man noch leben, würde ich sagen. Schauen wir mal, wie unser Szenario hier weitergeht. Also hier ist auf jeden Fall Licht an. Komisch. Wie, das jetzt donnert es aber richtig. Gute Arbeit, scheint so, als ob sich die Reparaturarbeiten noch eine Weile hinziehen würden. Schauen wir mal, wie sie abgeschnitten haben. Ja, tun wir das mal. Dürfte Gold geben. Ist so, wunderbar. So, dann ja, hier gibt es auch nicht mehr viel zu tun. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Habt ein schönes, so langes Wochenende. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Unterstützt mich, indem ihr gerne in die Kanalmitgliedschaft einsteigt. Lasst einen Super Thanks da. Es würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen, meinen Kanal nach vorne zu bringen. Und ich investiere jedes eingenommene Geld wieder in neue DLCs, Add-ons und neue Spiele, die ich euch dann wieder präsentiere. Also unterstützt mich, wenn ihr könnt. Würdet mir sehr, sehr helfen. Es würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer The Danny Spieters. Macht's gut. Bye, bye.